Hey, herzlich willkommen aus Hamburg. Wir haben es heute geschafft. Wir sitzen an der Alster. Juhu! Wir sitzen am Cliff und wir warten jetzt auf die Mädels, die uns hier so ein bisschen betanzen. Wir haben den Tische schon aufgebaut. Nebelmaschine kommt noch. Wusstest du das? Nee, aber ich freue mich drauf, was du organisiert hast. Ja, natürlich. Ja, genau. Also, wir müssen jede Möglichkeit nutzen, uns zu sehen, finde ich. Das ist immer ein schöner Austausch. Und es gibt sogar teilweise Leute, die hören uns zu einem Podcast oder auch, die gucken sich die Videos an. Also ich weiß von einer, das ist meine Mama. Ja, sehr gut. Und was wollen wir heute so erzählen? Erzähl mal, was hast du die letzten Tage so gemacht? Ich arbeite gerade an einem Charity-Projekt, kann aber allerdings nicht sagen, genau was es ist. Wir hatten einen Termin bei der Telekom und bei der Welthungerhilfe. Das habe ich gerade gemacht. Hier in Hamburg habe ich jetzt gleich nachher noch einen Termin wegen Buchbesprechung. Das heißt, ich möchte gern 3 neue Bücher auf den Markt bringen. Und morgen geht's weiter nach Berlin. Schön. Ja, ich war letzte Woche auf einer Ärztefortbildung mal wieder bei Professor Peters. Den kennst du sicherlich auch. Schon mal gehört, ja. Das ist der mit dem egoistischen Gehirn. Ja, natürlich, klar. Und er war total interessant, warum Leute zunehmen, manche Menschen zunehmen und manche Menschen nicht zunehmen. Aufgrund dieses Stresses, aufgrund was die sogenannte Brain Pull, was also das Gehirn da zieht oder nicht zieht. Ich habe ein neues Wort gelernt. Allostatische Last. Okay, mach weiter. Kenne ich nicht. Kennst du nicht. Ist eigentlich ganz einfach. Also, das ist eine Voraussetzung, beziehungsweise die Last beschreibt, ob man jetzt schnell zunimmt oder nicht schnell zunimmt. Und zwar stell dir vor, wir beide oder jemand arbeitet irgendwo in einer Firma und ein Großkonzern kommt und kauft diese Firma auf. Dann kann es das sein, dass der Arbeitnehmer sagt, okay, ich informiere mich im Internet, dieser Großkonzern, ist das ein guter Konzern oder wie auch immer, und kommt zum Schluss, der Konzern ist gut, ich kann hier in dieser Firma bleiben, auch wenn die Firma gekauft wird von dem großen Konzern. Der hat keine Probleme. Stress bleibt niedrig. Genau, Stress bleibt niedrig. Der andere guckt ins Handelsblatt und sagt, ach nee, das ist keine gute Firma. Der kündigt bzw. sucht sich einen neuen Job. Der hat auch nicht viel Stress, weil er die Entscheidung getroffen hat. Die Entscheidung, den Stress hat der oder die, die sich genau weiß. Soll ich bleiben, soll ich nicht bleiben, wird es besser, wird es schlechter, kann vielleicht nicht schlafen. Und das Problem ist dann bei diesen Leuten, die haben Unsicherheit. Und wenn du Unsicherheit bekämpfen willst, beziehungsweise... Milchkaffee? Ja. Das ist für mich. Guck mal, Milchkaffee und ja. Ich kriege jetzt hier... Alkoholfreies Bier. Und wenn du Unsicherheit hast und du möchtest gerne die Unsicherheit umwandeln in Sicherheit, dann brauchst du Informationen. Und um diese Informationen ranzukommen, brauchst du Energie. Ja, und das ist die allostatische Last, wo man sagt, wie viel Energie brauchst du jetzt, um deine Unsicherheit zu bekämpfen? Und das gibt es dann, um den Körper wieder in Gleichgewicht zu bekommen. Und da gibt es halt Leute, die machen sich sehr viele Gedanken und grübeln und machen und tun. Und das Gehirn muss die ganze Zeit arbeiten und zieht dann Essen ohne Ende, zieht dann Energie. Ich bringe das mal auf unseren Bereich. Wenn also jemand gerne abnehmen möchte, ja. Aber es gibt so viele verschiedene Konzepte, so viele Online-Angebote mittlerweile, krass. Dann ist das letztlich auch die allostatische Last. Das heißt, genau. Er weiß gar nicht, welches Konzept ist für mich das Beste. Deswegen frisst er erstmal ganz ordentlich, weil er Energie braucht, um sich zu entscheiden, welches Konzept ist das Beste. Also ich hätte da einen Tipp. Nennt man Ladetage. In dem Fall, 7 Tage Ladetage. Wochen. Ja, der Tipp wäre, dass man tatsächlich mal, das ist ja mein Prinzip, mit einem perfekten Tag anfängt und sich versucht, nach dem, was man fühlt, was für einen richtig ist, nur sich einen Tag pro Woche mal konsequent danach zu ernähren. Einen einzigen Tag. Ja. Und dann nach einigen Wochen mal reinspürt, reinfühlt, wie gut tut mir eigentlich dieser Tag im Vergleich zu den anderen Tagen. Das ist vielleicht ein Ansatz. Ein Ansatz, ja. Die allostatische Last, das ist ein schönes Wort. Das ist ein geiles Wort. Ein bisschen zu reduzieren. Ja, genau. Ja, genau. Und dann gibt es halt Leute, die ziehen dann ohne Ende. Und weißt du, was das Interessante war? Es gibt Habituäre und Nicht-Habituäre. Das sind Leute, die sich anpassen und nicht anpassen. Also zum Beispiel, wenn du schon öfter sowas durchgemacht hast, eine Übernahme durch einen Konzern oder du weißt nicht genau, ob irgendwas passiert. Oder ein anderes Beispiel. Du sitzt im Büro und der Chef kommt rein und schmeißt dir einen dicken Aktenberg auf den Tisch und sagt, bis morgen muss das weg sein. Dann wirst du wahrscheinlich Stress kriegen und sagen, scheiße, kannst die ganze Nacht nicht schlafen und denkst, wie krieg ich den Scheiß weg? Und dann machst du es weg und fertig. Eine Woche später kommt er wieder an, schmeißt wieder einen Aktenberg hin und sagt, das muss weg. Und der sich angepasst hat, der sagt, naja gut, habe ich letztes Mal auch geschafft, dann schaffe ich es diesmal auch. Und der andere schläft wieder nicht.
und fängt wieder an zu essen und so weiter. Und bei dem ist das folgendes Problem. Der, der sich immer diesen Stress macht, beziehungsweise der sich nicht mehr, der sich nicht mehr diesen Stress macht, der bildet auch wieder Cortisol. Und wenn Cortisol gebildet wird, geht Insulin runter. Und wir haben im Gehirn die sogenannten GLUT1-Rezeptoren. Das heißt, ohne Insulin wird Zucker aufgenommen. Und wenn das so weitergeht und immer mehr Cortisol gebildet wird, dann funktioniert Folgendes, dass sogar das viszerale Fett sich auch umwandelt durch diesen Stress in GLUT1, was vorher GLUT4 war. Und dadurch nimmst du dann am Bauch zu. Das ist der Grund, das kommt durch Stressfett, Bauchstressfett. Genau. Mhm. Und das ist vielleicht für viele Menschen noch nicht bekannt, dass dieses Stressfett ist. Und er hat auch gesagt, dass die Leute, die habituieren, die sich sozusagen anpassen, zwar auch mehr essen, aber nicht so viel Stress haben, der Brainpool zieht natürlich, aber die nehmen dann gleichmäßig zu. Und wenn du gleichmäßig zunimmst, dann kannst du damit... Sieht nicht so schlecht aus. Ja, aber das ist gut, das ist eine ästhetische Frage, aber du wirst länger leben. Obwohl du dick bist. Ja, weil das Bauchfett, das viszerale Fett, genau, ist ja ein sehr lockeres Fett. Ja. Das heißt, die haben auch dann deutlich höhere Triglyceridwerte im Blut. Das ist letztendlich dann problematisch für die Herzgesundheit, Herz-Kreislauf-System. Und Entzündungswerte. Ja. Genau. Das bedeutet also, und er hat das schön gesagt, hat er so richtig den Menschen aus dem Herzen gesprochen, wenn du ein bisschen dicker bist und hast keinen Stress, also hast nicht diesen Stressbauch, dann kannst du damit älter werden als jemand, der dick ist und unter Stress abnimmt. Also man muss gar nicht abnehmen, weil wenn du dick bleibst sozusagen, kannst du länger leben. Aber also er sagt dann, er sieht nie einen Grund zum Abnehmen. Mhm. Der sagt, es ist einfach weiter, wenn es dir damit gut geht. Damit sind wir eigentlich beim Hauptproblem der heutigen Zivilisation. Ja. Stress. Oder anders, nicht abgebauter Stress. Genau. Stress war immer da. Mhm. Also ich glaube, ein ziemlicher Stress war das. Ich hätte lieber eine Konfrontation mit einem verärgerten Chef und viel Papierkrieg auf dem Schreibtisch, ja, als mit einem selbstzahlen Raubkätzchen. Das heißt, Stress war immer da. Nur der Steinzeit-Friedi, der hat den Stress eben dann irgendwie abbauen können. Mit der Pampfer. Genau, indem er sich dann geprügelt hatte, ja, mit dem Raubkätzchen oder eben weggerannt ist. Genau. Und das fehlt heute. Das heißt, gut, heute kann man den Chef verprügeln oder abhauen, einmal wegrennen. Einmal macht man das. Aber der Stress danach ist wahrscheinlich umso größer. Nee, da geht es ja aber erstmal gut. Kurz. Ja, je nachdem, wenn der Chef stärker ist, dann ist doof. Also er hat das auch so schön erklärt mit Brötchen. Ja, also jetzt, wenn jemand zum Beispiel einen guten Brainpull hat, also wo das Gehirn gut zieht und du isst zwei Brötchen, dann geht ein Brötchen sozusagen ins Gehirn als Energie. Brötchen geht in den Brötchenspeicher. Ja, und aber bist du aber satt. Ja. Das Gehirn zieht nichts mehr, alles ist gut. Und bei denen, der sehr viel Stress hat und der hat nicht so guten Brainpull, da geht nur ein halbes Brötchen ins Gehirn und anderthalb gehen in den Körper. Mhm. Aber es reicht dem Gehirn noch nicht. Das braucht noch ein halbes Brötchen. Nee, zwei. Der zieht wieder zwei. Okay. Genau, dass wieder die Hälfte kommt. Die Hälfte kommt und wieder ein halbes Brötchen und der Rest landet, geht in den Tank. Okay. Und jetzt hören vielleicht viele Leute immer noch zu. Was ist jetzt die Lösung? Und er hatte gesagt, weniger Brötchen essen. Genau, das hat auch ein Teilnehmer gesagt, der war ungefähr 70 Jahre alt, ein Doktor, eigentlich ein Nuklearmediziner, und der hat gesagt, wo ist das Problem? Nach dem Krieg gab es auch viel Stress, Leute sind trotzdem nicht dick geworden, aber die sind nicht so viel gegeben, genau, da gab es nicht so viel zu essen, also sollen sie weniger essen, aber was die meisten nicht schaffen. Und weil heute kannst du ja in jeder Ecke irgendwas kaufen, ja, also es wird ja keiner verhungern, so wirklich. Und jetzt wollen wir, nee, hier nicht. Und jetzt wollen natürlich jetzt viele Menschen wissen, wie kriege ich das hin, dass ich also bei Stress nicht so viel esse, weil dann nehme ich ja zu, jeder kennt das aus dem Büro, ist gestresst, Schublade auf und dann Gummibären rein, wir haben wir alle, also in Behandlung mit meinen Online-Coaches, die haben diese emotionalen Probleme oder wie auch immer, Essstörungen, wie man nennt, oder Störbarkeit. Und der hat gesagt, das Einzige, was da helfen würde, wäre CBT. Kennst du das? CBT, nein. Heute lerne ich viele neue Worte. Ja, ja. Ich habe was über Finanzen gelernt eben von dir. Das heißt, Money Flow, schnell und langsame Stochastik. Genau. Anderes Thema. CBT heißt Cognitive Behavior Therapy. Das heißt nichts anderes, als Glaubenssätze zu verändern. Also wenn man schafft, Glaubenssätze zu verändern, dass alles gar nicht so schlimm ist, dann kann man es auch schaffen, nicht zur Ersatzdroge Essen zu greifen. Wie ist es bei dir? Hast du Stress und hast du Störbarkeiten? Ich glaube, ich gehe von der anderen Seite ran. Ich bin ein sehr, sehr dankbarer Mensch. Also mir gelingt es jeden Tag, mich für absolute Normalitäten wie Milchkaffee
zu bedanken. Ja, ich zahle den ja auch. Hätte ich mir vielleicht noch leisten können. Aber vielen Dank. Guck, danke schön. Das heißt, Dankbarkeit zu zeigen, bringt eine gewisse Ruhe rein. Ja. Und wenn man sich, und auch die Frage, mit wem man sich vergleicht, ob man sich permanent aufwärts vergleicht oder abwärts vergleicht, mir gelingt beides. Aufwärtsvergleich heißt, Menschen, die schon mehr erreicht haben, auf welchen eben auch immer als ich, die motivieren mich weiterzumachen. Abwärtsvergleich heißt, ich habe gerade gestern einen Bericht gesehen über den Mittelstand in Deutschland, was es eigentlich bedeutet. Es geht los bei 1200 Euro Lohn bis 5000. Das nennt man Mittelstand. 1200 Euro Lohn zählt zum Mittelstand. Ich weiß nicht, wie viele Menschen mit 1200 und Familie leben können. Keine Ahnung. Und da sage ich, hey, ich habe echt ein vernünftiges Leben. Und das bringt eine gewisse Ruhe rein. Und das hilft mir. Ja, du hast ergänzende Sozialhilfe. Was, ergänzend Sozialhilfe? Kennst du das nicht? Nee. Früher hieß das so, ergänzend Sozialhilfe, heute heißt das für die Leute Lebenssicherung oder so. Wenn du zu wenig verdienst, kannst du Hartz IV zusätzlich bekommen. Kann. Ja, genau. Und es gibt ja immer mehr Menschen. Ja. In der Situation bin ich nicht. Und da bin ich dankbar für. Das heißt, für das, dass ich eben hier sitzen darf, mit dem Andi quatschen darf, mit den Menschen quatschen darf, mich unterhalten darf über dieses Thema, was mir Spaß macht, Hintergrund die Alster, schönes Wetter. Die Kleinigkeiten, da wieder dankbar für zu sein, das bringt eine innere Ruhe rein. Das hilft mir enorm. Ja, irgendwann wird man ruhiger, das stimmt. Man muss mal so ein bisschen was durchlebt haben und sagen, ist ja, war ja gar nicht so schlimm. Oder Christian Bischoff sagt immer so schön, was kann im schlimmsten Fall passieren? Wenn du das wirklich überlegst, es kann gar nicht so viel Schlimmes passieren. Aber man macht sich wahrscheinlich viel zu viele Gedanken. Genau, oder der ganz alte Spruch, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Genau. Ja, also Glaubenssätze ändern, glaube ich, ist ganz wichtig. Und in Situationen einfach mal anders zu reagieren und gucken, wo sind seine Störbarkeiten. Also ich kenne meine Störbarkeiten, ich habe die mittlerweile ein bisschen beseitigt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, so wie gestern, habe ich erzählt, ich hatte einen stressigen Tag, da Computerprobleme, es ging nicht weiter, die Leute warten auf mich und ich musste arbeiten. In dem Moment hätte ich früher sofort Schokolade gefressen. Weil das wäre so meine Beruhigung gewesen. Heute weiß ich, ich habe das schon so oft durchgemacht, dass irgendwas nicht funktioniert. Und trotzdem habe ich es überlebt. Mhm. Und trotzdem kam jetzt keiner und hat mir gekündigt oder das Geld weggenommen oder was auch immer. Und das muss man dann wahrscheinlich erstmal lernen. Ja, das nenne ich auch Referenzerlebnisse. Wir sind in einem gewissen Alter. Ich mit knapp 42, du mit wie viel? Knapp 50? Nee, du bist glaube ich 43, 44. Das heißt, man hat schon, was? Man hat schon viele... 47. Man hat wirklich? Ja. Alter Sack. Hast weniger graue Haare als ich. Ja, ich trinke mich auch besser. Ich trinke Bier und nicht so einen sauren Milchkaffee. Ja. Du musst Bier trinken, das ist viel besser. Ja, ein spannendes Thema. Hm? Und Eierlikör. Genau, ich esse lieber die Eier. Dein Fehler. Das heißt, wir haben genügend Referenzen aus der Vergangenheit, dass man mit stressigen Situationen, dass man sie überlebt hat, gemeistert hat. Ich kann mich gut erinnern, früher, als ich viele, viele Vorträge in der Fitnessbranche gehalten habe und mit dem Auto alles erledigt habe, wenn da ein Stau vor mir war und ich wusste, es wird verdammt knapp, dann bin ich da innerlich ausgeflippt. Nicht nur innerlich, auch das hat man dann auch wirklich dann gesehen. Du hast ja mehrere Lenkräder verbraucht. Die du kaputt gekloppt hast. Genagt. Ich hab sie weggefressen, weil ich keine Schokolade im Auto hatte. Aber dieser Stress, den habe ich heute nicht mehr. Wenn ich im Stau stehe und ich habe einen wichtigen Termin und da sage ich, hey, es geht nicht anders. Ich habe alles gegeben und jetzt ist es halt einfach so. Und das ist eben so ein Stress, den man sich früher macht, weil man nicht weiß, was erwartet einen, wenn ich zu spät komme. Wird das Seminar gecancelt? Bekomme ich mein Geld nicht? Sind die Menschen enttäuscht? Bekomme ich irgendwie blöde Kommentare? Ist aber nicht so. Und meistens kommt man tatsächlich auch dann auch pünktlich an. Und dann merkt man einfach, man hat sich für nichts Stress gemacht. Oder meine Mama hat einen schönen Spruch. Die sagt, man macht sich Sorgen für 1000 Jahre, obwohl man bloß 100 wird. Das stimmt. Weil das meiste passiert sowieso nicht. Merkt man auch gerade bei Kindern. Ich habe auch zwei Kinder, du ja auch. Da macht sich so viele Sorgen um die Kinder, wegen was auch immer. Und praktisch nie tritt einer nur annähernd ein. Und wenn man das ein paar Mal durchgemacht hat, deswegen ist auch so, je mehr Kinder man hat, desto weniger Sorge hat man mit dem neuen Nachwuchs, mit dem zweiten, dritten und vierten Kind, weil man eben alle schon mal durchlebt hat. Das erste Kind, um Gottes Willen, dass man Schnupfen hat und die ganze Nacht röchelt, denkt man, hey, das stirbt jetzt. Und später denkst du, lass einfach pennen, mach die Tür zu und gut ist. Ja, natürlich, man wird dann ruhiger, klar. Ja. Also, für euch vielleicht... Man kann eigentlich auf den Punkt bringen, es spielt sich alles im Kopf ab. Ja,
Also wenn man gute Gedanken hat, wenn man seine Glaubenssätze ändert, dann kommt man noch mit dem Essen besser zurecht. Und mit dem Trinken. Prost. Ja, genau, mit dem Trinken. Und man schützt. Habt ihr auch schon. Ja, machen wir jetzt mal fertig, oder? Ja. Langer. Podcast, ja, was ist eigentlich? Was, nee, was machen wir eigentlich? Warum ist die Kamera da? Du hattest ein Video. Ja, da ist gerade Strom drauf. Deswegen habe ich gedacht. Guckst du die ganze dahin? Ich gucke mal dich an. Ja, das ist doch schöner. Ich habe gedacht, wir machen einen Podcast. Nee, wir machen jetzt erstmal Schluss und machen gleich vielleicht noch ein Video. Und dann haben wir eine Bootsfahrt. Eine Bootsfahrt. Mal, da kommt gerade ein Boot rein. Echt? Ja, guck da. Oha. Ja, das sind die Girls. Ach, jetzt kommt der. Jetzt kommt die Nebelmaschine. Super, dann machen wir schnell Schluss. Tschüss.